jemand? Teufel! Das ist es. Das Signal kommt von diesem Spider-Bot-Teil. Bisher kein Hinweis, wem er gehört. Das verdammte Ding wurde demoliert. Warum ist das hier? Schwer zu sagen. Aber mit einer AR-Rekonstruktion können wir herausfinden, was damit passiert ist und was das mit den Anschlägen zu tun hat. Wenn du auf die Datenrelais in der Nähe zugreifst, kriege ich genug Daten, um die AR-Rekonstruktion zu erstellen. Zwei weitere Datenrelais. Elender Mister. Mir reicht's. Zurück! Waffe fallen lassen! Ich brauche noch mehr Verstärkung. Ich suche mir Deckung. Mach dich bereit. Ein Datenrelais und ich hab's.
Wow! Ah, so ein schreckliches Geräusch! Gesichert! Kein Kontakt! Gehe weiter! Hier drüben ist alles sauber. Bereich gesichert. Weiter geht's. Gesichert. Rücke vor. Ich gehe weiter. Hier ist nichts. Gesichert. Gesichert. Suche weiter. Bereich gesichert. Ich suche weiter. Zeit für ein wenig Lauftraining. Sollte reichen. Jetzt nehme ich einfach das Audio aus diesem Stream und das Video aus diesen 36 und geschafft. Geh dorthin zurück, wo du den Spider-Bot gefunden hast, und ich zeige dir die AR-Rekonstruktion aus der Nacht des Anschlags. Okay. CTOS AR, Data Reconstruction in Progress. Hast du die Ladung dabei?
Halten wir etwa nicht Wort? Vertrau nie einem Kelly-Hund. Kelly. Wie in Clan Kelly. Also haben verdammte Gangster London hochgejagt. Ich denke, das war eine Kooperation. Und die Kellys waren die Zulieferer. Aber wer zur Hölle ist das? Sie gehört nicht zu Clan Kelly. Ist sie von Zero Day oder so in der Art? Steh nicht einfach rum. Sieh dich weiter um. Bagley, kannst du herausfinden, wer den Spider-Bot gesteuert hat? Ich habe das Signal, das der Spider-Bot sendet, jetzt vollständig entschlüsselt. Ich kann zwar keinen eindeutigen Nutzer identifizieren, aber dieser Code wird vom Metropolitan Police Service verwendet. Die Polizei hat also bei all dem zugeschaut. Interessant. Die Rekonstruktion geht hinter diesem Schutt weiter. Bagley, würdest du einen Quantentunnel öffnen? Bis zur Quantentunnel-Technologie dauert es noch mindestens 10 Jahre. Aber Spider-Bots und Drohnen haben wir schon. Versuch es doch damit, wenn du nicht warten möchtest. Gute Idee. Richte deine Menschenaugen doch mal auf die Ladung des Vans. Okay. RDX-Stickstoff und genau dasselbe Zündsystem wie bei den Bomben im Parlament. Das ist Zero Days Markenzeichen. Da, schnell, wir haben noch mehr zu tun. Ihr wurdet also angeheuert, alle Ziele zu versorgen? Klappe, Kenntnis nur bei Bedarf. Also hat Zero Day mehrere Gruppen vereint, um die Anschläge durchzuführen.
So kann man auf jeden Fall einen großen koordinierten Angriff verüben und dabei anonym bleiben. Zero Day brauchte Leute und Ressourcen in unmittelbarer Nähe. Und man muss nicht der beste KI-Detektiv der Welt sein, um zu erkennen, dass sowohl Clan Kelly als auch Albion von den Anschlägen profitiert haben. Leider kriegen wir aus der AR-Rekonstruktion nicht mehr raus. Aber wenn wir den geheimnisvollen Officer finden könnten, der mit dem Spider-Bot spioniert hat, erfahren wir vielleicht mehr. Ich habe die Seriennummer des Spider-Bots zurückverfolgt. Er wurde vor 3 Jahren New Scotland Yard zugeteilt. Vielleicht finden wir im Revier mehr Informationen zu Nutzer und Aufgabe. So typisch. Die Bullen waren schon jemanden wegen der Anschläge auf der Spur und haben die Schnauze gehalten. Die wollten wohl nicht das Gesicht verlieren. Die Wahrheit erfahren wir nur, wenn wir der Sache bei New Scotland Yard nachgehen. Das Ding will mir an den Kragen.